Es geht dabei um die Art des Denkens und es geht um die Wirklichkeit. Wir erfahren doch sehr oft, dass ein Mensch mitten im Leben steht und dass man ihn fragt, wo bist du jetzt mit deinen Gedanken? Du bist ja gar nicht da, du bist ja irgendwo ganz anders. Und dass das häufiger vorkommt, als man an sich glaubt. Denn wir leben dadurch an der Wirklichkeit, an dem Gegebenen vorbei. Wir leben gar nicht das Leben, das uns im Augenblick geboten ist, sondern wir leben in einer Fantasiewelt. Und wenn Sie das in das Weite übertragen, dann sind aus diesen Fantasiewelten, esoterisch gesprochen, die sogenannten Zwischenreiche geworden, die ursprünglich es gar nicht gegeben hat. Also, es war nicht ursprünglich eine Astralwelt da oder eine Mentalwelt oder eine Kausalwelt, sondern es war eben nur das Himmelreich da und das Paradies und das, was in Erscheinung tritt, also die Schöpfung. Und diese Unmittelbarkeit, das war der Garten Eden und dieses war und ist gegenwärtig. Und darum hieß es auch, dass Gott mit Adam und Eva wandelte. Denn das war die stete, heilige Gegenwart, das ewige Nun der Mystiker. Aber in dem Augenblick, wie Fantasiewelten eingetreten sind, in dem Augenblick, wie der Mensch sich mit seinem Denken isoliert, ablöst von der eigentlichen Gegenwart. Denn jedes Wegdenken von dem, was ist, ist ja letzten Endes eine Isolation, eine Absonderung, ja eine Sünde. Das Seitdem ist natürlich hier in unserem Denken etwas entstanden, dessen sich der Denkende zumeist gar nicht bewusst ist. Denn es ist ja immer wieder, wenn man so etwas feststellt, stellt man es ja wiederum mit Denken fest. Und daher ist es so schwer, auf einen eigentlichen Wahrheitsgrund zu gelangen. Die Schwierigkeiten, sehen Sie, die auch Jesus in den Weg getreten sind, waren ja, dass das, was er gebracht hat, aus der Unmittelbarkeit seines Seins durch die denkenden Pharisäer, denn die Pharisäer war eine denkende Schule, die ganz mit dem Gedanken gearbeitet haben, dass das unentwegt kritisiert und abgelehnt worden ist, so wie teilweise auch Theologen oder Wissenschaftler eben irgendetwas ablehnen, die eben dieses nur in ihren Denksystemen haben. Und das dem wollen wir heute ein bisschen auf den Grund gehen in dieser Lektion. Zuerst einmal, was ist Denken? Denken ist als eine Reaktion zu verstehen. Wenn Sie gefragt werden von jemandem, dann reagieren Sie. Und diese Reaktion, wenn Sie gefragt werden, vollzieht sich aus Erinnerungen, aus Vorurteilen, aus der Erziehung, aus dem Klima, das heißt, vollzieht sich aus dem ganzen Hintergrund der Bedingtheit,
Also überall dort, wo wir bezogen sind zu den Dingen, aus diesem ganzen Grund unseres Lebens und unserer Erfahrungen heraus, vollzieht sich diese Reaktion. Sie greift also immer auf etwas Vergangenes zurück und das eben ist eben mit dem Denken zusammenhängend. Denken greift in das Vergangene, Denken schafft aus dem Vergangenen Vorstellungsbilder in die Zukunft. Aber der Hintergrund bleibt zumeist unverstanden. Und da hängt das teilweise auch damit zusammen, dass das alles sehr kompliziert ist. Wenn Sie Ihre Erbmasse nehmen, wenn Sie Ihre Verwandtschaft nehmen, wenn Sie Ihre Kindheitserfahrungen nehmen, Sie können gar nicht alles mehr wissen. Sie wissen ja gar nicht, wo ist dieser oder jener Komplex entstanden? Wo sind diese oder jene Dinge zustande gekommen? Diese Verwicklungen. Und wenn Sie das nehmen, so ist das eigentlich nicht begriffen. Wenn Sie also, sagen wir mal, irgendwie so oder so reagieren auf etwas, so, und Sie sich fragen, warum reagiere ich so, so verstehen Sie meistens nicht, warum Sie so reagieren. Weil da ein so kompliziertes Netz von Erfahrungen, Erlebnissen, Erbmasse und so weiter zusammenhängt, dass sie eher geneigt sind, den Umständen die Schuld zu geben, dass sie so reagieren, als wie, dass sie in diese Ganzheitssituation ihrer Reaktion eindringen. Und da fängt natürlich schon der Denkvorgang an, der an sich gar nicht begriffen wird. Man sieht gar nicht, warum man reagiert oder auch warum ein anderer Mensch so reagiert. Der Denkvorgang ist nämlich das Ich, das die Probleme schafft. Nun, was ist das Ich? Das Ich ist nachweisbar nur die Summe des Erfahrenen in diesem Leben. Denn erst wenn wir die ersten Erfahrungen machen und wenn wir die hinter uns haben, sagt man zum ersten Mal Ich, das Kind. Und dann wird das Kind, das Ich, immer größer und größer und hat immer mehr und mehr Erfahrungen. Und es weitet sich immer mehr aus an Erfahrungen. Und so ist dann das Ich ein eifersüchtiges Ich, ein misstrauisches Ich. Die Summe aller Erfahrungen zusammengenommen ergibt dann das Ich der Persönlichkeit, der wir begegnen, mit positiven und negativen Erfahrungen. Aber dieses Ich ist natürlich nicht das wahre Selbst, das ist nicht das große Ich, das ist nicht das, was wir eben den Träger auch des Göttlichen nennen. Solange der Denkvorgang nicht beendet ist, solange müssen Konflikte entstehen, und zwar durch das Denken, durch das Fühlen, durch das Handeln, innerlich und äußerlich. Und die Konflikte entstehen, weil wir uns selbst nicht verstehen.
Wir verstehen uns nicht in den Reaktionen, warum wir so reagieren. Das Denken ist zu oberflächlich. Es, sogar wenn Sie ein tiefes Denken haben, sogar wenn Sie tiefer schürfen würden, also wie es ja nun Psychiater tun oder sonstige, so können Sie niemals die ganzen Zusammenhänge herausfinden. Das ist unmöglich. Und weil das nicht der Fall ist, darum gibt es gar nichts anderes, als dass wir zur Wirklichkeit gelangen, eben nur dadurch, dass wir eben bis zu einem gewissen Grad ganz mit unserem Denken aufhören, dass das Denken eben irgendwie zu einem Ende kommt. Wir identifizieren nun in den Heiligen Schriften, den Upanishaden, dem Koran und unserer Heiligen Schrift die Denkwelt des Menschen überhaupt mit der Welt. Welt und alles, was mit dem ganzen Denksystem des Menschen zusammenhängt, ist identisch. Und wenn darum also Christus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, ist damit gemeint, dass wir in Christo, in uns, eine Hilfe haben, die Welt an ein Ende zu bringen, das Denken an ein Ende zu bringen. Also das ist eine ganz praktische Angelegenheit. Christus ist an sich ein in die Praxis des Lebens hineingegeben, dass er in der Lage ist, unser Denken an ein Ende zu bringen, es in die Ruhe zu bringen, dass wir zu der Wirklichkeit gelangen. Darum ist er der Sohn, der Vermittler zum Vater. Das ist seine Realität. Und das, verstehen Sie, ist etwas ganz anderes wie im Buddhismus oder im Brahmismus oder in allen anderen Religionen. Er ist nun wirklich der Mittler, er vermag unser Denken an ein Ende zu bringen. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Zuerst noch einmal vom Denken selbst. Das Denken löst keine Probleme. Das ist mit dem Denken nicht möglich. Der Verstand kann schlau, hässlich, spitzfindig sein. Seine Auswahl an Systemen, Theorien und Ideen ist groß. Ideen aber bringen keine Lösung. Das Problem als Problem bleibt bestehen. Und das eben sollten wir uns darüber klar sein, weil so viele Menschen ganz einfach aus, verstehen Sie, aus der ständigen Wiederholung von Fehlern und Fehlleistungen nicht herauskommen, weil sie immer wieder diese Probleme zu lösen versuchen. Keine Lösung kann den Konflikt zwischen Mensch und Mensch ein Ende setzen. Wenn wir also irgendwie ein Problem haben von Mensch zu Mensch, und selbst wenn man es verstandlich in irgendeine Ordnung bringt, das Problem selbst ist nicht gelöst. Und das ist das, was eben das Furchtbare in der Welt ist.
Denn in all diesen Jahrhunderten und Jahrtausenden haben die Menschen ja nichts gelernt. Sie werden in jedem Jahrhundert so und so viele Kriege entdecken, die es in all dieser Zeit gegeben hat, und Konflikte. Und wenn irgendwie eine Lösung da gewesen wäre, dann würde man das ja entdecken, dass es keinen Krieg mehr gibt, dass es keine Konflikte mehr gibt. Aber bis zu dem heutigen Tag hat es das ja nicht gegeben. Wenn wir bedenken, welcher Quelle das Denken entspringt, ergibt sich die Frage, kann Denken je zu einem Ende gelangen? Das ist eine Frage, die eben in der Menschheit gesehen eine sehr ernste Frage ist und von der ja Krieg und Frieden und Wohlergehen der Menschheit weitgehend abhängt. Das Ich, das ja die Summe alles Denkens ist, bildet ein Problem, das unser Denken nicht lösen kann. Das ist vielleicht etwas vom Allerwichtigsten. Sehen Sie, wir können unser eigenes Ich-Problem nicht lösen. Dieses Ich, das ja überhaupt alle Probleme, die wir haben, beinhaltet. Denn jedes Problem, das uns draußen begegnet, ist ja ein Ich-Problem. Wenn es kein Ich-Problem wäre, nicht wahr, dann würde es sich ja von allein auflösen. Darum ist in diesem Ich eigentlich alles Problem enthalten. Und wenn wir nun versuchen, mit dem Denken, dieses Problem zu lösen, werden wir über kurz oder lang entdecken, dass es eben einfach nicht möglich ist. Hier muss eine Wahrnehmungsfähigkeit einsetzen, die ganz einfach nicht zum Denken gehört. Und hier kommen wir natürlich zu dem Punkt, wo wir Menschen im Okzident im Gegensatz zum Orient nicht die Erfahrung haben, dass es ein Bewusstsein ohne Denken gibt. Wenn wir im Allgemeinen jemanden sprechen, sogar gelehrte Menschen, werden sie immer Denken und Bewusstsein als identisch betrachten und werden sagen, wenn man nicht denkt, dann gibt es kein Bewusstsein. Aber das stimmt nicht. Und verstehen Sie, hier setzt an sich auch das ein, was mit der Philosophie beziehungsweise mit der Religion zutiefst zusammenhängt. Es ist schon genug, sich seines Ichs bewusst zu werden, ohne Verurteilung oder Rechtfertigung. Ich sage Ihnen, bewusst zu werden, nicht zu denken. Wenn Sie sind, als ich sind, als Persönlichkeit sind, oder dass Sie jetzt sagen, das ist jetzt gut, oder ich bin böse, oder ich bin schlecht. Denn Sie hören ja viele Menschen, die entweder übermäßig überzeugt sind von sich, was sie auch in ihrer ganzen Haltung zum Ausdruck bringen,
Denn jeder Manager und alle, die müssen ja enorm von sich überzeugt sein. Oder es gibt andere Minderwertige, die also von vornherein sagen, ich tauge nichts, ich bin überhaupt nichts wert. Nein, sich bewusst sein, ohne irgendeine Verurteilung, ohne irgendeine Rechtfertigung, ganz einfach sich bewusst zu sein, ich bin der ich bin, das ist, reicht vollständig. Sie werden, wenn Sie das erreichen, werden Sie etwas ganz Eigenartiges erfahren. Denn wir sind bisher, wenn Sie irgendetwas tun und sich Ihrer bewusst sind, dann rechtfertigen Sie sich oder Sie verurteilen sich. Ganz einfach nur zu sein, wer man ist, in sich zu stehen, das reicht und damit haben Sie auch eine Brücke in jenem Bereich, wo das Denken an ein Ende gekommen ist. Werden Sie sich aber dessen bewusst in der Absicht, etwas, was Ihnen an ihm nicht gefällt, umzuwandeln, so erzielen Sie ein Ergebnis. Jede Absicht bringt ein Ergebnis zustande. So oder so. Vielleicht auch nicht das Gewünschte, aber es kommt ein Ergebnis dabei heraus. Solange Sie aber nach einem Ergebnis streben, sind Sie noch im Gebiet des Denkens, im Ich, im Ego. Darum heißt es überall, das werden Sie auch in den Upanishaden, in allen heiligen Schriften lesen, dass wir absichtslos sein müssen. Dass wir ohne Absichtslosigkeit Gott nicht begegnen können. Dass wir ohne Absichtslosigkeit nicht beten können. Dass nur ein Gebet ohne Absicht ein Gebet ist. Plappert nicht wie die Heiden, denn was ihr wünscht, weiß euer himmlischer Vater schon lange, heißt es in der Präambel vom Vater Unser. Also überall, wo wir mit einer Absicht beten, ist das Gebet im tiefsten Sinne kein Gebet. Darum ist, verstehen Sie, überall, wo Sie eine Absicht haben, da ist Ihr Denken, da ist Ihr Ich. Und die Summation Ihres Denkens, Ihrer Vergangenheit, Ihrer Erinnerung, und ihr wollen in eine Zukunft hinein. Denn aus dieser Erinnerung, aus diesem Vergangenen und aus den Erfahrungen wollen sie etwas Zukünftiges. Und das erbitten sie und das wünschen sie sich. Aber mit diesem Wunsch können sie nicht die heilige Gegenwart, das Jetzt, das Heil, in der Absichtslosigkeit erreichen. Dabei ist es einerlei, ob sie zu Ergebnis gelangen wollen, durch Analyse, durch Wahrnehmung oder ständiges Untersuchen jedes Gedankens. Sehen Sie, das, was ja so viel gemacht wird, die Psychoanalyse, dass man sich selbst analysiert, alles das führt ja nicht zur Wahrheit. Alles das führt nur zu einer größeren Verwicklung des Denkens. Wohl können Sie verschiedene Dinge ordnen darin, aber Sie kommen in Wurzelbereiche und das ist etwa so, wie wenn Sie eine Pflanze haben, die
an irgendetwas krank ist und sie meinen, sie können das Leiden finden, wenn sie es jetzt ganz unten an die untersten Wurzel ausgraben. Aber meistens verletzen sie dann die Wurzeln so, dass diese Pflanze dann schließlich ganz eingeht. Analyse ist unmöglich. Und es ist unmöglich, dass uns diese Denkbereiche, auch Wissenschaftsbereiche, uns in irgendeiner Weise helfen können. Unser Denken muss an ein Ende kommen. Nur wenn Liebe da ist, werden die sozialen Probleme verschwinden. Liebe ist nicht etwas, das man erwerben kann. Das ist nun etwas ganz Wesentliches. Sehen Sie, wir sehen natürlich auch die Liebe immer nur mit dem Verstand, mit dem Denken an. Aber das, was wir von der Liebe denken können, das ist nicht die Liebe. Die Liebe ist nicht zu denken. Die Liebe ist nicht in ein Logisches hineinzubringen. Wohl ist die Liebe im Logos, wohl ist die Liebe im Christus, aber sie ist nicht im Logischen und sie ist auch nicht im Christlichen. Diese Liebe ist, und wir müssen sehen, wie wir zu diesem Sein der Liebe gelangen. Der Verstand kann den Versuch machen, sich Liebe zu eigen zu machen, so wie einen neuen Gedanken, ein neues Instrument oder eine neue Denkungsart. Das meinen sehr viele Menschen. Sie meinen, dann dadurch könnten sie Liebe entwickeln, sie könnten Liebe gestalten. Sehen Sie, alle Diplomatie, die man hat, wenn man Angst hat, dass einem ein Mensch verloren geht, dann fängt der Verstand zu arbeiten an. Dann will man den Betreffenden beschenken oder sonst etwas. Aber wenn die Liebe nicht da ist, nützt das alles nichts. Liebe ist ganz einfach nicht etwas, was wir über den Verstand wollen können. Das ist unmöglich. Der Sinn muss sehr still und ruhig sein. Sehen Sie, jetzt kommen wir zu etwas, das gerade am Ende des Denkens steht. Da steht der Sinn. Wir sprechen ja auch von Besinnung und wir sprechen auch von Gesinnung. Und beides hängt ja mit Sinn zusammen. Sinn ist nicht das Denksystem allein, sondern der Sinn ist etwas, das alles umfasst. Der Sinn ist etwas, den wir nicht denken können. Lao Tse sagt, der Sinn, den man ersinnen kann, ist nicht der ewige Sinn. Wenn wir denken, werden wir von dem Wesentlichen abgelenkt. Unser Denken ist kein Denken, das gewissermaßen irgendwo in die Tiefe und durchführt bis an das Ende des Denkens, sondern es lenkt uns ab von dem, was eigentlich wesentlich ist. Das ist das, was Herakleitos sagte.
das Übel der Seele und der Irrtum der Seele besteht darin, dass sie das Wesentliche für unwesentlich und das Unwesentliche für wesentlich hält. Wer etwas verstehen will, muss nicht darüber nachdenken, sondern es ansehen. Nichts anderes. Wenn Sie etwas verstehen wollen, wirklich, dürfen Sie nicht darüber nachdenken. Wenn Sie darüber nachdenken, verstehen, werden Sie es nicht verstehen. Aber Sie können es ansehen. Und ansehen bedeutet betrachten, bedeutet Kontemplation. Ansehen ohne Verurteilung und ohne Rechtfertigung, ohne Anerkennung und ohne Ablehnung. Ganz einfach nur ansehen. Im Augenblick nämlich, da Sie zu denken beginnen, Ideen und Meinungen haben, sind Sie abgelenkt. Sie können gar nicht mehr sehen. Sie sehen das gar nicht mehr, was ist. Und Sie können daher auch nicht erkennen. In dieser Ablenkung blicken Sie von dem Objekt, das Sie verstehen wollen, fort. Denn Ihre Gedanken, Ihre Vorstellungen, Ihre Ideen führen Sie woanders hin, als da, wo das ist, was Sie ansehen sollten. Und genau hier fangen die Dinge an, dass wir die Wirklichkeit nicht mehr erkennen. Ihr Denken, Denken als Idee, Denken als Meinung, Urteil oder Vergleich, wird für Sie immer ein Hindernis des wirklichen Verständnisses sein. Sehen Sie, das ist das, was ja Jesus an verschiedenen Gleichnissen brachte. Eines der schönsten Gleichnisse ist der barmherzige Samariter. Ganz einfach sehen und nicht anerkennen, nicht fragen, so oder so, sondern einfach zulangen und tun. In dem Augenblick, wenn die Gedanken kommen und das, kommen so und so viele Hindernisse, kommen so und so viele Bedenken, dieses oder jenes. Aber irgendwie sehen und sehen, das bringt alles andere mit sich. Unglücklicherweise ist aber das Denken für die meisten von uns so wichtig geworden. Es war nicht immer so. Und wir können sagen, vor 100 Jahren und vor 200 Jahren war das Denken noch nicht einmal so wichtig wie heute. Denn man konnte auch ruhig einmal einen Spaziergang machen oder sonst etwas und konnte nur sehen. Man konnte auch schweigen miteinander. Und eben das ist es, was auch das Schicksal der Menschheit ausmacht. Ein sehr ruhiger Sinn ist ein Sinn, der nicht durch sein eigenes Denken abgelenkt wird. Das ist sehr wichtig. Sehen Sie, wenn ein Mensch kommt zu Ihnen, der irgendetwas wünscht, ein Begehren hat, der in einer Not ist, können Sie ihm nicht helfen mit Ihrem Denken, selbst wenn Sie ganze Wissenschaften studiert haben. Sie können ihm nicht helfen, nicht wirklich helfen.
sondern das Wichtigste ist, dass sie ihm zuerst einmal einen ganz ruhigen Sinn haben. Darum sehen Sie, es kommen so viele Menschen, ich erinnere nur beispielsweise, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, von dem Maharshi, nicht wahr, dem Heiligen in Indien, der ja eigentlich gar nichts tat, wie wirklich nur in einer ruhigen Meditation, in einem ruhigen Sinn da zu sein. Und wenn sie von ihm gegangen sind, waren sie zum größten Teil geheilt. Weil eben von dieser Ruhe des Sinns, von dem alles von allein in Ordnung kommt. Alle Krankheiten, alle Übelstände, auch der äußeren Verhältnisse, kommen ja nur durch den unruhigen Sinn. Heute. Die Hetze, der Stress und alles, was man darunter versteht. Denn ein ruhiger Sinn ist eine Atmosphäre. Wenn Petrus sagte, hier lasst uns Hütten bauen, hier ist Wohlsein, so ist es dieser wunderbare, ruhige Sinn gewesen. Und es ist ganz gleich, was sie tun wollen. Wenn sie es in einem unruhigen Sinn tun, selbst wenn sie es richtig tun, ist es falsch getan. Nur was in einem ruhigen Sinn getan ist, ist richtig getan. Ein solcher Sinn ist ein offener Sinn, der sicherlich jedes Problem sehr direkt und einfach betrachtet. Denn die Gedanken betrachten es nicht einfach. Die machen sofort irgendeine Komplikation, eine Wissenschaft daraus. Da wälzt man in Lexikon oder sonst etwas nach. Oder was hat man damals gelernt in diesem oder jenem. Während wenn man etwas in einem ruhigen Sinn betrachtet, ist eine ganz einfache, klare, direkte Lösung da. Wir verstehen darum auch, warum es im Evangelium immer wieder heißt, wie Jesus geflohen ist, so wie Unruhe oder eine Menge Menschen da war, ist er geflohen in die Wüste, um ja seinen ruhigen Sinn nicht zu verlieren. Und wenn man in diesem ruhigen Sinn ist, hat man das höchste Maß an Fühlsamkeit, die man ja sonst nicht hat, wenn man in Unruhe ist. Also kaum, dass man überhaupt dann fühlsam, nervös ist man dann, aber nicht fühlsam. Aber in einem ruhigen Sinn haben sie eine Fühlsamkeit, die alle Zusammenhänge erspürt. Ein solcher Sinn ist kein Resultat von Übung, kein Endergebnis von Meditation oder Kontrolle. Ein solcher Sinn ist keine Form von Disziplin, von Zwang oder Veredelung. Es ist also gar nicht notwendig, dass Sie da in Meditationskurs oder in sonst etwas hineingehen. Es ist durchaus möglich, dass Sie einen ruhigen Sinn in einer ganz natürlichen Weise gewinnen. Aber er muss Ihnen am Herzen liegen. Es muss eine ganz große Sehnsucht Ihnen da sein, einen ruhigen Sinn zu gewinnen, weil er ja nicht nur für sie selbst, sondern weil er ja auch für alle Menschen von Bedeutung ist, für die sie da sind. Ob es jetzt nun privat oder beruflich ist, ist ja dabei ganz einerlei. Es ist
Einen solchen Sinn kann kein Bemühen meines Ich hervorbringen. Wenn ich also jetzt denke, jetzt will ich einen ruhigen Sinn haben, dann gelingt mir das nicht. Ein solcher Sinn tritt in Erscheinung, wenn ich den gesamten Denkvorgang verstehe. Wenn ich eine Tatsache ohne Ablenkung verstehen kann. Einen ruhigen Sinn können Sie bekommen, wenn Sie eine Sache sehen, ohne dass Sie sich durch Ihre Gedanken ablenken lassen, ohne zu urteilen und zu verurteilen, ohne Sympathie und Antipathie, ganz einfach nur sehen. Und dann kommen Sie in den ruhigen Sinn hinein. Sie dürften mit der Zeit, sogar wenn etwas Schreckliches vor Ihnen geschieht, dürften Sie Ihren ruhigen Sinn nicht verlieren, sondern der ruhige Sinn müsste standhalten, überall. Und das ist das, was eben eigentlich in der Schule des Alltags, Sri Aurobindo sagt, im integralen Yoga uns gegeben ist, und dafür ist uns der Alltag gegeben. Das, was Sie im Alltag tun und was das Resultat des Alltags ist, ist kümmerlich im Verhältnis zu dem, was Ihnen geschenkt wird, wenn Sie im ruhigen Sinn sind. Wenn Sie im ruhigen Sinn sind, brauchen Sie nicht einmal 50% von dem zu tun, was Sie tun in einem unruhigen Sinn.